Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Videotagebuch vom Zen Garden Paraguay. Heute seht ihr einfach auch einen ganz normalen Arbeitstag. Ich werde euch ein Video zeigen, das ich mitten am Tag bei unserer Baustelle aufgenommen habe, während die Arbeiter am Werke sind. Und im Nachhinein zeige ich euch noch an einigen Fotos, wie der Verlauf der ganzen Woche war. Der Baufortschritt ist jede Woche wirklich deutlich zu sehen. Und jetzt kommt das Video von der Baustelle. Bis gleich wieder. Hallo, willkommen hier im Zen Garden Paraguay. Ihr seid hier in einem Video mit Nathalie und ich wollte euch einfach mal vorstellen, wie am Tage hier die Baustelle so aussieht. Also das hier Stück, die rote Mauer, die haben wir schon gemacht. Dort, wo sie aufhört, kommen anschließend dann als nächstes die Häuser. Hier seht ihr, diese Wand hier hinten ist schon fertig. Da seht ihr ein bisschen die Beete, Arbeitswerkzeug, zum Beispiel hier Vorbereitung eben für Stahlbau, Stahlbeton. Hier die Mauer ist soweit fertig, die muss dann noch gemalert werden. Da hinten haben wir die Herren, die eben die Mauer noch verputzen und dann muss sie auch auf der anderen Seite noch verputzt werden. Hier ist das Häuschen für unseren Nachtwächter. Und hier noch ein Blick. Wir bauen mit dem gelben Sand. Der gelbe Sand ist der bessere. Viele bauen auch mit dem roten Sand. Allerdings der rote Sand hält dann in der Beton, in der Zementmischung nicht. Das heißt, die löst sich relativ schnell auf. So, und dann seht ihr hier noch, wir entsorgen auch unseren Abfall. In Paraguay ist es üblich, dass viele das einfach auf das Nachbargrundstück legen. Das machen wir nicht. Hier die Ziegel für die Mauer und hier der nächste Bautrupp. Unser Luciano ist gerade dabei, die Grube für die Pflanzenkläranlage auszuheben. Da kommt also ein ganz, ganz großes Pflanzenbeet mit schönen Kalas. Das wird ein Treffpunkt für Kolibris werden, die mögen diese Pflanzen. Und da hinten die Herren bauen schon auch ein bisschen eben, da hinten ist die hauptsächliche Kläranlage, wo der junge Mann mit der orangefarbenen Weste ist. Und sie bauen auch schon an den Verbindungen quasi von darüber. Denn hier hinter den Bauziegeln wird als nächstes dann, wenn die Mauer soweit fertig ist, das Hausmeisterhaus entstehen, damit wir einen Hausmeister auf das Grundstück schon setzen können, der dann wirklich hier auch dafür sorgt, dass eben nichts wegkommt während der ganzen Bauphase. So, das war der heutige kleine Rundgang. Bis bald, wenn es weitergeht mit unseren Bauvorschritten. So, hier geht es weiter. Ihr seht im Vordergrund unseren Architekten und im Hintergrund die Arbeiter, die den restlichen Teil dieses zweiten Mauerabschnittes verputzen. Hier wird schon der Mauerabschnitt vorne zur Straße hin vorbereitet, natürlich immer unter Berücksichtigung der ganzen Einfahrten und Eingangstore. Hier seht ihr einfach einen großen Blick über die Baustelle. Das heißt, da ist auch unser Bauschuttcontainer, der gelbe Sand und hinten die Wand und das Häuschen für den Nachtwächter und den Zement. Hier seht ihr die Seite, die Rückseite von der zweiten Wand, die vorbereitet wurde zum Verputzen. Diese kleinen Ziegelchen dienen dazu, dass man dann später dafür sorgen kann, dass die Wand auch gerade verputzt wird und nicht hügelig. In diesem Bild dann auch noch der Baum, den wir gerettet haben, also nicht gerettet, bei dem wir die Wurzel unbeschädigt gelassen haben. Und hier seht ihr das Verputzen. Und diese hellen Streifen sind eben die Streifen, an denen diese kleinen roten Ziegelteile waren. Ja, das Verputzen geht gut voran. Und Ende der Woche war dann auch diese Mauer fertig verputzt, sodass in der kommenden Woche der Maler kommen kann, um das dann vorzubereiten. So, hier entstehen Gruben für die Fundamente für zwei Säulen, die zum Hausmeister- und Empfangsbereich gehören. Und wie ihr seht, es ist ein weites Gelände. Die Palmen bleiben stehen, die großen Bäume bleiben stehen. Und hinten links in der Ecke sah man eben diesen Baum, dessen Wurzel wir unbeschädigt gelassen haben. So, die Wand ist nun auch nahezu fertig verputzt und wird von oben noch ein bisschen hübsch gemacht und von jeder Seite, so dass sie wirklich kommende Woche dann vorbereitet und gestrichen werden kann. Ihr seht, es ist schon hell, das ist schon der Feinputz. Oben wird noch die Bordüre ein bisschen verputzt und verschönert. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist und für den Maler zur Verfügung steht.
Hier haben wir nochmal die Straße zur Seite und die Säulen sind schon drin, die Stahlsäulen, damit hier eine Stützmauer für das Gebäude kommt. So, das war's für diese Woche. Freut euch schon auf den Bericht nächster Woche. Bleibt gesund und wir sehen und hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.